In den 1970er Jahren hatten wir einen Ölschock, jetzt haben wir einen Energieschock. Da geht es nämlich um Öl, da geht es um Gas und es geht aber auch um Rohstoffe insgesamt. Dementsprechend haben wir eine andere Situation, eine ernstere Situation als in den 1970er Jahren. Und die Aktienmärkte scheinen jetzt so langsam zu begreifen, was gespielt wird. Die haben zuerst gedacht, diese ganze Ukraine-Geschichte ist ein lokaler, regionaler Konflikt. Da müssen wir uns keine Sorgen machen, denn wird schon irgendwie wie bei anderen Kriegen eben auch, Irak etc., das geht dann irgendwie vorbei und alles geht wieder nach oben. Und man war fokussiert auf die Zinsfrage, wichtigste Frage schien, oh, wird die Fed jetzt 6-mal oder 7-mal oder 5-mal die Zinsen anheben? Wird sie im März die Zinsen um 0,25 oder um 0,5% anheben? Das schien die wichtigste Frage zu sein. Jetzt merken wir, dass wir in einem völlig anderen Umfeld sind, wo es jetzt ans Eingemachte geht. Jetzt geht es um die Wurst, jetzt geht es um die wichtigen Dinge. Und das müssen die Märkte möglicherweise erstmal realisieren, vor allem die Aktienmärkte. Hier sehen wir mal den sogenannten Panikindikator. Und Sie sehen da, wo das ein bisschen eingekringelt ist, unten, da sind wir jetzt, vor dem heutigen Montag. Und wir sehen, wie zum Beispiel bei Corona der Panikindikator hier nach oben geschossen war. Das war damals halt auch, naja, eine völlig unbekannte, was ist das, wie gefährlich ist das, wird das so eine Art Pest 2.0 werden, so hat man, als noch sehr wenig bekannt war, sich vorstellen können, sozusagen, dass diese ganze Geschichte verläuft. Aber jetzt haben wir eine Situation, die natürlich an allen Fronten schwierig ist. Wir haben auf der einen Seite die massiv steigenden Preise für Öl und Gas, wir haben Rohstoffpreise, wir haben alles sozusagen außer Rand und Band, was die Preise betrifft, die Notenbanken in einer völlig desperaten Situation. Wir haben mit der Ukraine und Südrussland praktisch die Kornkammer der Welt, die jetzt ausgefallen ist. Das dürfte massive Auswirkungen wiederum auf verschiedene Länder haben, dazu gleich mehr. Und das ist eine Gemengelage, die ist echt nicht so richtig hübsch. Also wenig Panik bisher. Das könnte sich jetzt ändern, nachdem Biden und überhaupt die amerikanische Politik ganz klar dahin tendiert, jetzt praktisch ein Bann für russisches Öl zu erlassen. Hier unten sehen wir mal die 1970er Jahre, was damals gut gelaufen ist, Öl eben. Heute sehen wir, dass Öl gut 10% nach oben schießt. Wir sehen, dass Commodities, Copper, auch Kupfer wieder extrem stark und vor allem die Inflation nach oben schießt. Und wir sehen, dass Tech und Growth am meisten abverkauft wird. Und dieses Muster dürfte ähnlich ablaufen jetzt in diesem Energieschock, den wir derzeit erleben. Es ist ein massiver, schneller Anstieg von Preisen, der eben durch seine Geschwindigkeit und den kurzen Zeitraum, in dem das passiert, eben so besonders gefährlich ist. Wenn Sie irgendwo noch eine Tankstelle finden, wo Sie super unter 2 Euro tanken, dann ist das schon wirklich ein Glück, könnte man sagen. Und wir sehen, nachdem diese Aussagen jetzt der amerikanischen Politik immer konkreter werden, ein Bipartisan Bill ist schon eingebracht, das heißt, beide Parteien stehen dahinter, sowohl Republikaner als auch US-Demokraten. Da geht es mit den Futures massiv nach unten, nämlich was die Aktienindizes betrifft. Öl ist auf 139 Dollar gestiegen, Gold hat kurz die 2000er Marke touchiert, Gas jetzt weitere 17% nach oben. Unser Wirtschaftsminister hat gesagt, ja, Energie-Shortages, also Mangel an Energie, könnte die soziale Kohäsion gefährden. Also man macht sich jetzt durchaus Sorgen um den sozialen Frieden. Wenigstens ist der Winter bald vorbei, das ist ja schon mal was. Aber dennoch, wenn wir jetzt auch Gas zum Beispiel bannen würden, auch die Europäer, dann würde Gas durch die Decke schießen und das wäre dann das nächste Problem. Insgesamt aber ist es so, dass der Westen offenkundig jetzt auch bereit ist, sich selbst weh zu tun. Jetzt sehen wir zunächst mal hier, was jetzt die Folgewirkungen sind. Der Euro fällt jetzt erstmals unter die Parität zum Schweizer Franken seit dem Jahr 2015. Und am Freitag hatte ich ja schon thematisiert, die große Kapitalflucht aus Europa. Da geht das Geld raus. Die Investoren, internationalen Investoren, haben so viel Geld aus dem europäischen Aktienmarkt gezogen wie never ever before. Und hier sehen wir mal, wie zum Beispiel der Commodity-Index von Bloomberg hier performt hat. 13% gestiegen in der letzten Woche. Das ist der größte jemals verzeichnete Anstieg seit dem Jahr 1960, seit es diesen Index gibt. Und wenn man geglaubt haben sollte, so hat es Zsoltán Pasha gesagt, ein gebürtiger Ungar, der allerdings als Repo-Guru gilt in den USA und auch dort lebt,
Und der sagt, wir könnten am Beginn einer Liquiditätskrise stehen, wenn man glaubt, dass der Westen Sanktionen erlassen kann, die maximalen Schmerz für die Russen bedeuten, dann darf man nicht verkennen, dass auch eben die Minimalisierung von Finanzrisiken in Europa, im Westen insgesamt nicht gelingen kann. Also das ist sozusagen dann auch ein massives Risiko, was man sich selber letztendlich holt. Und hier hatte zum Beispiel ein Ölboss, Chef einer Ölfirma, hier in der Financial Times gesagt, der einzige Weg, Putin zu stoppen, ist eben ein Bann von Öl und Gas. Allerdings dürften wir dann bei Öl halt auf $200 gehen oder 150 bis $200. Bei Gas kann man sich das eben vorstellen. Und jetzt sind wir eben in der Situation, die ich schon mal angesprochen hatte. Wer nicht bereit ist, anderen weh zu tun, oder sich selbst weh zu tun, genauer gesagt, der kann auch anderen nicht wehtun. Der Westen hat lange gebraucht, bis er Putin wirklich wehtun wollte und jetzt offenkundig im Kauf nimmt, auch sich selbst damit weh zu tun. Annalena Baerbock war gestern im Interview oder als Studiogast, da war die Frage, ja, aber was ist, wenn wir dann in eine Rezession stürzen? Sagte sie, wir sind schon in einer Rezession und das stimmt. Und das ist im Grunde jetzt überhaupt nicht mehr vermeidbar. Wahrscheinlich werden wir bald teure Kunstwerke kaufen können, Gemälde, Ankunft der Stromrechnung, Öl auf Leinwand, ein Klassiker. Oder auch wenn jemand an die Tankstelle kommt, überlegt er sich vielleicht irgendwelche anderen Sachen zu machen, die schon bei Breaking Bad dann als Geschäftsidee lange sehr gut funktioniert haben. Sie wissen wahrscheinlich, was ich meine. Hier sehen wir mal jetzt den Ölpreis im Vergleich zu unprofitablen Tech-Unternehmen, also jene Werte, die meine zweitbeste Freundin Cathie Wood so liebt und die allerdings jetzt nicht so gut gelaufen sind. Der ARK Innovation jetzt bei 60 geschlossen am Freitag und heute dürfte es, zumindest so wie es jetzt aussieht, nicht unbedingt besser werden. Wir sehen, dass Öl nach oben gegangen ist und dass die unprofitablen Tech-Unternehmen nach unten gegangen sind. Öl ist knapp, an unprofitablen Tech-Unternehmen haben wir genug, könnte man sagen, geradezu inflationär. Wir sehen aber auch, wenn wir uns mal anschauen, jetzt Brent-Öl im Vergleich zum S&P 500 in der Finanzkrise ist Öl erstmal nach oben gegangen. Der S&P nach unten gegangen und als dann der S&P richtig depressiv war, hat es auch Öl erwischt. Öl damals, glaube ich, auf 150 gestiegen und dann auf unter 30 gefallen, soweit ich mich erinnere. Also das ist schon der Hammer. Und all das sehen natürlich Insider einer Firma. Die sagen sich, ich kaufe jetzt vielleicht besser nicht meine eigenen Aktien zurück. Wir sehen derzeit sehr, sehr wenig Insider-Buying. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass die Zinskurve immer flacher wird, also die Anleihenmärkte, die beginnen jetzt eine Rezession bereits fast schon einzupreisen. Mal sehen, es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis die Zinskurve dann negativ wird. Und das war jedes Mal in der Vergangenheit ein sicheres Anzeichen für die Rezession durch eben jetzt all diese Schocks, diesen Energieschock, den wir derzeit erleben. Aber es ist nicht nur ein Energieschock, es ist möglicherweise auch ein Nahrungsmittelschock, den wir hier jetzt vor uns haben. Die 10 wichtigsten Länder, in die die Ukraine seinen Weizen exportiert, also die praktisch jene Länder, die den Weizen aus der Ukraine vor allem abnehmen, das sind insgesamt mehr als 1 Milliarde Menschen, die davon betroffen ist. Da haben wir Indonesien vor allem, wir haben Ägypten, wir haben Pakistan, das sind große Importeure von Weizen aus der Ukraine. Das ist ein riesen Problem. Jetzt haben wir heute die Meldung ganz frisch, dass Ungarn Getreideexporte verboten hat. Das dürften wir jetzt auch woanders sehen. Die Regierungen werden versuchen, erstmal die eigene Bevölkerung sicherzustellen sozusagen. Und hier hat ja der Bundesverband Agrarhandel schon gewarnt vor Hungersnöten. Die müssten abgewendet werden. Es ist Zeit, dass die Politik das jetzt schon auf dem Radar hat und weiß, was da kommt. Was heißen Hungersnöte? Arabischer Frühling etc., Fluchtbewegungen, mit denen wir dann auch noch konfrontiert sind, das ist die Tragik dieser ganzen Situation. Unten sehen wir mal History of Commodity Cycles und es sieht so aus, dass wir jetzt in einem neuen Zyklus sind. Wir waren im Grunde seit der Finanzkrise in diesem Tech-Zyklus, jetzt sind wir im Commodity-Zyklus. Wir waren im Tech-Zyklus in einer deflationären Situation durch Globalisierung. Jetzt sind wir durch die Deglobalisierung in einer inflationären Situation, unter einem inflationären Regime mit völlig anderen Folgewirkungen. Und die Sache mit der Ukraine, Putins Haltung dazu, wird nicht gerade
weniger harsch, als sie ohnehin schon ist. Putin hat jetzt gesagt, also wenn die ukrainische Führung so weitermacht, dann würde praktisch die Ukraine nicht mehr als Staat weiter bestehen können. Das ist natürlich praktisch eine klare Ansage hier. Und dass die Dinge nach meiner Auffassung sich sehr, sehr zuspitzen, ist sichtbar auch, dass die Amerikaner ihre Bürger, also ihre die Menschen mit amerikanischer Staatsangehörigkeit, die in Russland noch sind, zur sofortigen Ausreise aufgefordert haben. Die Russen wiederum haben ja ein Flugzeug nach New York geschickt, das da entlassene oder ausgewiesene Diplomaten abgeholt hat. Also die Dinge, die können sich rasant beschleunigen. Ich hatte am Freitag ja das Markeflüster gemacht mit dem Titel Die große Kapitalflucht aus Europa. Wollt ihr wirklich Krieg, nachdem Herr Döpfner, der Springer-Chef, praktisch gesagt hat, also wir müssen in diesen Krieg aktiv eingreifen. Die Reaktion auf mein Video war sehr, sehr stark, weit über 700 Kommentare. Und ich möchte sagen, fast alle haben gesagt, nein, wir sollten da nicht eingreifen, auf gar keinen Fall. Wir wollen sozusagen hier nicht eine Art dritten Weltkrieg, so wie ihn Döpfner scheinbar in Kauf nimmt. Der hat gesagt, aus Angst vor dem Dritten Weltkrieg fangen wir jetzt mal den Dritten Weltkrieg an. So hat ein Kommentator die Sache auf den Punkt gebracht. Aber wir sehen auf der anderen Seite, Verkehrskameras in Deutschland an deutschen Autobahnen liefern keine Bilder mehr, weil schlichtweg dort Panzer hier über die Straßen rollen in Richtung Osten. Und man hat aus Sicherheitsgründen jetzt die Verkehrskameras an deutschen Autobahnen abgeschaltet. Also das zeigt so ein bisschen, wie die Lage ist. Regardless of how Europe and the US responds to the current crisis. Und das ist jetzt sozusagen das, was als Lehre daraus gezogen werden kann. Wir brauchen eine Strategie, die Energiesicherheit kombiniert mit Umweltaspekten. Und natürlich ist das, was wir hier jetzt mit Russland erleben, natürlich der größte Push eigentlich für alternative Energien, die uns dann unabhängig machen können von russischem Gas und russischem Öl. Allerdings ist das Problem, was machen wir, wenn kein Wind weht? Wir sind vorwiegend auf Windkraft angewiesen, Solar spielt hier fast keine Rolle. Dann brauchen wir eben eine Alternative. Jetzt haben wir noch drei Atomkraftwerke, die produzieren noch etwa 3% des deutschen Stroms. Also selbst wenn wir die jetzt weiter bestehen lassen, wird das nicht der Gamechanger sein. Die sollen ja auch Ende 2022 abgeschaltet werden. Also wir müssen hier diese Kombination hinkriegen, diesen Spagat hinkriegen zwischen eben Sicherheit und praktisch eben auch Umweltschutz, zwischen sozialem Frieden und militärischen Ausgaben. Es scheint nicht anders zu gehen, auch wenn das nicht gerade besonders toll ist. In der Zwickmühle sitzen jetzt natürlich die Notenbanken, die uns immer erzählt haben mit Inflation, das ist ja kein Problem. Jetzt wird diese ganze Geschichte eskalieren. Die EZB dürfte jetzt bis zum vierten Quartal warten, bis sie die Zinsen anhebt. Die Fed ist ohnehin schon beschädigt. Es ist ein Inflation-Mistake, den die US-Notenbank gemacht hat, und der massiv ihre Glaubhaftigkeit, ihre Credibility geschadet hat. Und es ist kaum zu erklären, wie dieser Fehler passieren konnte. Die Notenbank hat sehr, sehr lange gewartet, nichts gemacht, das Problem kleingeredet und steht jetzt vor dem Trümmerhaufen. Was wird jetzt an den Aktienmärkten passieren, vor allem der USA? Hier sehen wir mal die letzte Woche. Energie und Utilities waren besonders stark, Finanzwerte unter Druck, Informationen, also Tech unter Druck. Und vor allem Consumer Discretionary, also praktisch die Sachen, die man kaufen kann, aber nicht muss. Zum Beispiel Tesla, gell, muss man nicht kaufen, kann man kaufen, wenn man, ne, ich sage jetzt nichts. Aber es ist eben so, dass eben diese Dinge, die sozusagen eher Luxusgüter sind, jetzt unter Druck kommen, während Energieversorger, das ist jetzt der heiße Scheiß auf Deutsch gesagt, wir sehen hier, mal seit der Jahresbeginn Energie, der einzige Sektor, der im Plus ist, dann kommen Utilities. Am schlimmsten hat es eben Consumer Discretionary, also diese Luxusgüter, wenn man so will, getroffen. Wir sehen Information Technology, wir sehen Immobilien, also Real Estate, all diese Dinge sind am stärksten unter Druck. Und insgesamt, wenn wir uns mal anschauen, hat der S&P 500 zu einem Korb von Rohstoffen seit Jahresbeginn oder seit seinem Hoch 40% verloren gegenüber diesen Rohstoffen. Das zeigt schon einiges. Und jetzt haben wir schon einen maßgeblichen Rücksetzer im Vergleich Tech zu Energiesektor. Da ist der Vorsprung deutlich geschmolzen, aber praktisch noch auf dem Hochpunkt, auf dem wir auf der Dotcom-Blase waren. Es zeigt also, wie viel Luft da eigentlich noch ist in Sachen Tech.
Und Luft ist vielleicht auch für den DAX noch da. Wir haben jetzt ja komplett die Gewinne aus dem Jahr 2021 schon verloren und sind jetzt eigentlich schon mit dem heutigen Handel durch eine zentrale Unterstützung gefallen. Und das ist ja aus dem Jahr 2020 das Hoch, das mehrfach hier angelaufen wurde. Dann kam Anfang 2021 der Bruch nach oben. Es ging weiter nach oben. Aber jetzt könnte es sein, wie Rüdiger Born zeigt, dass der DAX jetzt das Tor zur Hölle geöffnet hat und auf 8000 Punkte und tiefer fallen könnte. Das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Ähnlich wie oder zusätzlich noch ein Artikel Börsekrieg in Europa. So reagierte der Dow Jones in der Vergangenheit. Mal ein Blick auf die Situation in der Vergangenheit, wie Börse in Kriegszeiten funktioniert hat. Jetzt haben wir natürlich eine andere Situation als zum Beispiel beim Irakkrieg, weil das jetzt eben ein globaler Konflikt ist, respektive ein Atomkonflikt ist, der da folgen kann. Das ist sozusagen als Drohkulisse im Hintergrund. Das war beim Irakkrieg nicht der Fall. Also hier diese zwei Dinge, die ich Ihnen allerdringendst ans Herz legen möchte und wünsche jetzt gleichwohl einen guten Start in die Woche. Die beiden Dinge unten in der Videobeschreibung, respektive über dem Video. Jetzt sage ich Servus und Ciao.